Hallihallo und herzlich willkommen hier bei Florence's Keto World, deinem Kanal rund ums Thema ketogene Ernährung, Ketose, exogene Ketone und wie auch du ganz, ganz einfach und unkompliziert die ketogene Ernährung in deinen Alltag integriert bekommst. Du bekommst hier nicht nur tolle Tipps und Tricks, egal ob du Keto-Anfänger bist oder schon länger mit dabei bist, rund ums Thema Ketose und die ketogene Ernährung, damit du direkt losstarten kannst mit der ketogenen Ernährung, sondern auch ein bisschen Hintergrundwissen, was passiert im Körper beim Fasten, bei der ketogenen Ernährung, was kann ich vielleicht falsch machen, wie mache ich es richtig und smart. Jedenfalls eine Fülle an Informationen. Außerdem gibt es auch leckere Rezepte, die ich dir einmal die Woche zur Verfügung stelle. Mal süß, mal herzhaft, mal Frühstück, Mittag oder Abendessen oder auch mal leckeren Kuchen oder Snack. Also alles, was das Herz begehrt, das ist dein Kanal für Ketose, ketogene Ernährung und exogene Ketone. Meine Videos erscheinen immer dienstags, donnerstags und sonntags um 12 Uhr. Dienstags und donnerstags gibt es immer ein kleines Wissensvideo, eben mit Hintergründen und auch praktischen Umsetzungstipps und sonntags ein Kochvideo mit leckeren Rezepten, damit du direkt die Woche drauf starten kannst mit einem leckeren Gericht. Heute sprechen wir über ein Thema, was mir schon sehr am Herzen liegt. Ihr wisst, ich bin ein riesen Fasten-Fan. Ich mag Fasten als Tool einzusetzen für Reduktion von zu viel Insulin im Körper, aber eben auch einfach, um den Fettstoffwechsel nochmal richtig zu aktivieren und zu hacken. Ich selber faste auch hier und da mal mehr, mal weniger und versuche da auch immer, das genau richtig zu machen und auf meinen Körper zu hören. Und heute möchte ich mit dir einfach über ein Thema sprechen, was das Fasten betrifft, nämlich gewisse Fastenfehler, die wir bewusst oder auch unterbewusst vielleicht einfach machen und die dazu führen, dass wir durch das Fasten eher zunehmen oder sogar unser Gewicht einfach nur halten und die Gewichtsabnahme stoppt, beziehungsweise wir sogar ein Plateau erreichen. Die meisten Fehler, die wir tatsächlich machen, ob jetzt bewusst oder unterbewusst, ist einfach in den Essensphasen. Während dem Fasten kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Also da gibt es einen Fehler, den ich dir gleich eben nenne, der während dem Fastenfenster manchmal gemacht wird und der äußerst wichtig ist. Aber die meisten Fehler, die wir machen, die passieren tatsächlich in dem Essensfenster. Und der erste ist, wie brechst du das Fasten? Also wie breche ich das Fasten? Wie mache ich das smart? Wenn du dein Fasten mit einer Kombination aus Fetten und Kohlenhydraten brichst, dann ist das ein fataler Fehler, der wahrscheinlich zu einer Gewichtszunahme führen wird. Warum ist das so? Fette und Kohlenhydrate ist tatsächlich auch mal losgelöst vom Fasten eine fatale Kombination. Das ist die Kombi an Lebensmitteln, die wir idealerweise nicht essen sollten. Also Kohlenhydrate mit Fetten zusammen ist leider alles, was lecker schmeckt. Pommes, Croissant, Backwaren, Kuchen, alles Kohlenhydrate, teilweise auch, sage ich mal, nicht so gesunde Kohlenhydrate in Kombination mit Fetten. Aber das Gleiche gilt eben auch, wenn du zum Beispiel Nudeln mit einer Sahnesoße isst oder auch von mir aus stärkehaltiges Gemüse mit viel Butter oder so. Da fängt es auch schon an. Nicht jeder ernährt sich ketogen, aber viele möchten halt auch Intervallfasten machen. Das bedeutet, nie Fette und Kohlenhydrate kombinieren, vor allem nicht, um das Fasten zu brechen. Warum ist das so? Wenn wir fasten, also über einen längeren Zeitraum nichts essen, und das schließt sich das Intervallfasten auch mit ein, dann ist es so, dass unser Körper sehr insulinsensitiv ist. Das bedeutet, wir reagieren sehr sensibel auf eine Insulinausschüttung. Wenn wir dann was essen, und das müssen auch nicht nur Kohlenhydrate sein, das kann auch alles Mögliche sein, das können auch magere Proteine sein, dann ist unsere Insulinantwort, also das Insulin, was wir ausschütten durch die Nahrungsaufnahme, deutlich höher, weil der Körper eben sehr sensibel auf Insulin reagiert. Wenn wir jetzt Fette und Kohlenhydrate zu uns nehmen, dann haben wir ein sehr, sehr großes Insulinausschüttung, natürlich durch die Kohlenhydrate. Fette haben keine so große Insulinantwort, aber die Kohlenhydrate, die schießen das nach oben. Und es ist mehr als gewöhnlich. Und deswegen ist es eben auch so, dass dann die Zelle komplett geöffnet ist, weil halt diese Insulinantwort so groß ist, und dann alles in die Zelle reinkommt. Und Fette und Kohlenhydrate ist ein bisschen zu viel und dann führt das eben zwangsläufig dazu, dass wir Fette auch als Fett einlagern. Und das ist so dieser Gedanke, Fett macht Fett. Fett macht nur Fett in Kombination mit Kohlenhydraten. Denn wenn du jetzt Fette und Proteine zu dir nimmst, um das Fasten zu brechen, dann hast du keine so hohe Insulinantwort und dann kann der Körper das besser verstoffwechseln. Oder wenn du Kohlenhydrate mit Proteinen kombinierst zum Beispiel, dann ist das auch eine Möglichkeit, um die Insulinantwort gering zu halten. Also wenn du das Fasten brichst, dann breche es mit einer Kombination aus Kohlenhydraten und Protein oder Proteine und Fette. Aber niemals Fette und Kohlenhydrate zusammen, denn das wird zwangsläufig dazu führen, dass du dann eben auch mehr Fett einlagerst. Und Fasten ist ja eigentlich ein Tool, um die Fettverbrennung zu aktivieren. Die Fettverbrennung läuft dann vielleicht auch während des Fastens. Allerdings machst du es dann im Essensfenster wieder komplett rückgängig, sodass du dann einfach nicht mehr den Benefit vom Fasten hast.
Und wenn du halt für dich zum Beispiel feststellst, hey, okay, jetzt habe ich jetzt öfter Intervallfasten gemacht und ich merke, da tut sich nichts mehr, dann würde ich mal schauen, mit was brichst du denn dein Fasten? Sind da vielleicht doch Kohlenhydrate mit dabei? Viele neigen halt dann auch dazu, einfach direkt das zu essen, was halt in den Weg kommt, weil sie sehr viel Hunger haben nach dem Intervallfasten. Ist auch so ein Ding, was ich hinterfragen würde, wenn ich sehr hungrig bin nach dem Intervallfasten, fast schon so einen Heißhunger habe, dann sollte ich vielleicht lieber frühstücken. Ein weiterer Fehler, und dazu habe ich auch schon mal ein separates YouTube-Video gemacht, ist, dass du zu viel fastest. Wer immer fastet, jeden Tag fastet, der tut sich eher schlecht als recht. Fasten sollte immer die Ausnahme sein, aber nicht die Regel. Fasten ist ein super Tool, um den Fettstoffwechsel zu aktivieren, um den Stoffwechsel flexibel zu halten, um die Fettverbrennung anzukurbeln, wenn wir es nicht jeden Tag machen. Wenn du jeden Tag Intervallfasten machst und dann zusätzlich noch am Wochenende irgendwie one meal a day oder 24 Stunden Fasten oder mal sogar 30 Stunden Fasten, ist einfach zu viel. Der Körper braucht diese Flexibilität, diese Abwechslung. Das allergrößte Thema, wenn wir zu viel fasten, ist allerdings, dass wir langfristig einmal natürlich unser Cortisol-Level erhöhen, also unser Stress-Level. Es wurde nachgewiesen, dass Menschen, die jeden Tag fasten, ein zu 50% erhöhtes Cortisol-Level haben als Menschen, die nicht so oft fasten. Also das ist eben auch immer Stress für den Körper, vor allem auch für den weiblichen Körper. Aber auch für alle Körper allgemein ist Fasten immer eine Stresssituation, weil es ist ja ein Notzustand, weil wir ja quasi ohne Essen sind. Und der Körper halt dann natürlich auch evolutionär bedingt denkt, okay, jetzt muss ich alles hochfahren, ja. Fasten ist im Fasten selbst einmal natürlich auch ein Tool, um die Fettverbrennung zu aktivieren, weil wir mehr Adrenalin ausschütten, weil der Körper eben auf Hochtouren arbeitet. Also es aktiviert den Stoffwechsel im Fastenfenster kurzfristig, aber wenn wir es zu häufig machen, fährt es den Stoffwechsel runter. Warum ist das so? Weil wir einfach es auch teilweise nicht schaffen, in dem Essensfenster die Kalorien zu essen, die wir brauchen. Wenn wir jetzt Tage haben, in denen wir zum Beispiel noch frühstücken, dann haben wir natürlich auch Tage, in denen wir mehr essen, als wenn wir nur zwei Mahlzeiten haben. Und das wiederum pendelt den Kalorienbedarf dann ein. Und es ist einfach so, dass wenn wir über einen längeren Zeitraum zu viel fasten und damit auch zu wenig Kalorien zu uns nehmen, dass unser Grundumsatz herunterfährt. Das bedeutet, der Stoffwechsel wird langsamer, wir können nicht mehr essen, sondern nehmen dann zu, wenn wir wieder mal mehr essen. Das heißt, wir sind eigentlich gefangen in dieser Spirale, ähnlich wie wenn wir dauerhaft ein Kaloriendefizit, was zu groß ist, fahren, dass dann der Körper auch den Grundumsatz nach unten fährt. Das kann bei zu viel Fasten auch passieren. Wenn dann stellen die Leute fest, okay, hey, jetzt habe ich über die Woche so viel gefastet und habe echt irgendwie ein Kaloriendefizit gehabt. Jetzt kann ich auch mal eine Pizza essen. Diese Pizza wird jetzt auch sich eher zu bemerken machen, als wenn du sonst immer so ein bisschen phasenweise wechselst. Am Ende sind die Wochenkalorien entscheidend. Das bedeutet, es ist weiter überhaupt nicht schlimm, wenn du mal einen Tag mehr isst. Der Körper balanciert das meistens aus. Aber deswegen sollten wir halt nicht jeden Tag fasten und auch nicht zu extrem fasten. Einmal aufgrund vom Stress, was auch die Fetteinlagerung begünstigt durch das erhöhte Cortisol, aber eben auch einfach, weil wir damit unseren Grundumsatz ein bisschen herunterfahren. Wenn du jetzt feststellst, okay, mein Grundumsatz ist schon echt niedrig, weil ich esse echt wenig Kalorien, ich bin jetzt bei 1400, 1300, manchmal sogar nur bei 1200 Kalorien, dann solltest du Stück für Stück die Kalorien erhöhen, also Woche um Woche um 80 bis 100 Kalorien pro Tag erhöhen. Oder wenn du noch nicht Keto machst, einfach ein paar Keto-Prinzipien einbauen, also Kohlenhydrate runter, Fette nach oben, weil in der ketogenen Ernährung kannst du meist ein paar mehr Kalorien tolerieren als in der nicht-ketogenen Ernährung, sodass du dann wieder mehr essen kannst, ohne zu befürchten, dass du gleich zunimmst. Aber dein Stoffwechsel wird es dir danken, dein Grundumsatz wird wieder nach oben gefahren. Jetzt kommen wir mal zu einem Thema während dem Fasten. Und zwar das altumstrittene Thema mit dem Bulletproof-Kaffee. Bulletproof-Kaffee sehr, sehr beliebt bei Keto-Verfechtern. Kaffee mit einem Stück Butter, MCT-Öl und zack, boom, bin ich in der Fettverbrennung und bereit für den Tag. Achtung, der Bulletproof-Kaffee bricht das Fasten. Punkt. Es ist nicht so, dass du mit Bulletproof-Kaffee im Fastenfenster bist. Dafür hat der A zu viel Kalorien und eben auch durch die Fette eben ist es einfach ein Leben, also eine Mahlzeit. So ein Bulletproof-Kaffee hat um die 250 Kalorien. Das ist deutlich zu viel für im Fastenfenster. Es gibt so eine Faustregel, dass man sagt, okay, bis zu 40, 50 Kalorien kann der Körper noch tolerieren, auch im Fasten. Aber dennoch solltest du im Fastenfenster keine Lebensmittel oder nahrungsähnlichen Sachen zu dir nehmen. Und dazu zählt eben auch einfach Fett. Der Bulletproof-Kaffee unterbricht nicht die Ketose, er kann sogar die Fettverbrennung nochmal morgens direkt aktivieren, wenn wir ihn morgens trinken. Aber das macht auch nur Sinn für Menschen, die sich ketogen ernähren.
Möchtest du fasten, dann solltest du keinen Bulletproof-Kaffee trinken, denn er mag die Fettverbrennung vielleicht nicht unterbrechen, aber er unterbricht die Autophagie, also die Zellreinigung, die Zellerneuerung und die Ausschüttung von HGH, vom Wachstumshormon, was wir natürlich beim Fasten so toll finden und auch so feiern, wenn wir fasten, dass wir eben diese Verjüngungsprozesse haben. Mit dem Bulletproof brichst du das Fasten und die Autophagie, Punkt. Da gibt es keine Diskussion. Für Menschen, die sich nicht ketogen ernähren, macht Bulletproof-Kaffee einfach keinen Sinn, weil wenn sie dann über den Tag nicht Keto essen, dann sind das morgens viel zu viele Fette und dann werden sie zwangsläufig dazu neigen, dass sie eher Gewicht zunehmen, wenn sie einen Bulletproof-Kaffee morgens trinken. Für Menschen, die zunehmen wollen, super Sache, ich würde den Bulletproof-Kaffee sofort integrieren, wenn er dir schmeckt. Mir selber schmeckt er tatsächlich nicht. Also ich probiere immer mal wieder und ich muss sagen, ist gar nicht mein Ding. Aber für alle, die den gut finden und die sagen, sie wollen gerne Gewicht zunehmen und essen auch über den Tag ein paar mehr Kohlenhydrate, kann so ein Bulletproof-Kaffee Sinn machen. Für jemanden, der sich nicht ketogen ernährt oder der sich schon länger ketogen ernährt und merkt, er fährt ein Plateau, der sollte vielleicht mal den Bulletproof-Kaffee morgens weglassen, weil es doch sehr, sehr viele Fette sind und auch sehr viele Kalorien. Und das kann eben dann schnell dazu führen, dass du halt auch wieder zu viele Kalorien zu dir nimmst und damit eben auch dann einfach die Einlagerung von Fett förderst, weil natürlich der Bulletproof-Kaffee sehr viele Fette hat. Vor allem, wenn ich dann im Laufe des Tages auch mehr Kohlenhydrate konsumiere, würde ich dir keinen Bulletproof-Kaffee empfehlen. Viele machen das dann aus gutem Gewissen, dass sie irgendwie jetzt an dem Tag mal irgendwie eingeladen sind, mehr Kohlenhydrate essen, eine Pizza essen und dann morgens einen Bulletproof-Kaffee trinken. Lass den lieber weg, mach lieber Intervallfasten und ess danach die Pizza. Das macht deutlich mehr Sinn, als morgens schon so richtig die Fette reinzuhauen und dann noch mit Kohlenhydraten hinterherzuschieben. Also von daher Bulletproof-Kaffee lieber nicht. Ist auch immer schwierig, also im Fasten nicht den Bulletproof-Kaffee trinken, zum Fasten brechen. Wiederum, wenn du dich ketogen ernährst, eine super Sache, weil Fette, also sehr, sehr gut, wenig Insulinantwort. Thema Nummer 1 haben wir damit so ein bisschen ausgeblendet, aber ansonsten eher da auch vorsichtig sein. Der letzte Punkt ist das Thema Fehlernährung. Das ist eben auch wieder so ein Punkt, wenn wir sehr viel fasten und wenn wir zu viel fasten. Im Fastenfenster kann der Körper sehr, sehr gut einfach auch aus der Evolution bedingt mit seinen Mineralien und Nährstoffen sehr gut walten. Also es ist so, der Körper kann auf jeden Fall im Fastenfenster seinen Mineralstoffhaushalt und seinen Nährstoffhaushalt ganz gut verwalten, sodass er weniger benötigt. Ja, das ist auch wieder dieses Prinzip der Homöostase, also der Körper passt sich an. Deswegen eben auch, wenn ich ihm zu lange wenig Kalorien gebe, passt sich der Körper nach unten an, fährt den Grundumsatz nach unten. Aber das gleiche eben auch bei den Mineralien und Nährstoffen. Außer Magnesium. Magnesium, das kann der Körper nicht so gut behalten. Dazu komme ich aber auch gleich nochmal zu sprechen, wenn es zum Thema Muskelerhalt geht im Fasten. Genau, also während im Fastenfenster kann er das sehr gut, wenn wir im Essensfenster die Nährstoffe und Mineralien wieder auffüllen. Viele fasten sehr, sehr viel und geben dem Körper gar nicht die Gelegenheit, seine Speicher wieder aufzufüllen, weil wir dann schon wieder ins nächste Fasten gehen. Und dann wird schon wieder gefastet. Und dann wird schon wieder gefastet. Und der Körper packt es überhaupt nicht, die Mineralien und Nährstoffe überhaupt wieder aufzufüllen. Und das ist eben das große Thema, weil dann kann es zu einer Mangelernährung kommen. Das Gleiche gilt, wenn wir im Fasten dann zu wenig Eiweiß zu uns nehmen, kann es zu einem Eiweißmangel kommen. Das wiederum führt zu Muskelabbau. Was wir natürlich auch nicht wollen, wenn wir weniger Muskeln haben, dann lagern wir mehr Fett ein. Also pipapo, alles irgendwie nicht so optimal, wenn wir zu viel fasten und damit eine Fehlernährung fahren. Eben auch viele, die gefastet haben, die haben dann total Hunger und essen das Erstbeste, was ihnen in den Weg kommt. Und das ist dann vielleicht etwas, was nicht so nährstoffhaltig ist. Dann hat man irgendwie danach keinen Hunger mehr für Gemüse. Und im Gemüse sind natürlich nicht mehr die Mineralien und Nährstoffe drin heutzutage, die wir uns wünschen würden. Aber es hat dennoch Vitamine und Kalium, Magnesium und alle möglichen wichtigen Spurenelemente mit drin, sodass wir tatsächlich auch mit Gemüse beim Fastenbrechen das machen sollten. Und viele können das eben nicht, weil sie eben diesen Heißhunger haben, wie ich schon gesagt habe. Überdenke mal dein Essverhalten nach dem Fasten. Merkst du, du kannst alles essen und du kannst einfach nicht mehr aufhören. Frühstücke mal, damit dein Blutzucker stabil bleibt, damit du vielleicht nicht so diesen Heißhunger über den Tag hast. Ja, viele, die auch fasten, die haben dann so einen Binge-Anfall, da essen sehr, sehr viel dann abends, was auch nicht unbedingt gut ist für die Verdauung oder eben auch einfach für den gesamten Körper. Aber mit Elektrolyten und Nährstoffen, deswegen auch während dem Fasten ganz wichtig, dass man Elektrolyte zu sich nimmt. Das fängt schon ab 16, 17 Stunden Fasten an, um einfach die Elektrolyte, den Haushalt, ein bisschen den Körper zu unterstützen. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Es ist auch so, der Körper baut immer primär Muskeln ab, wenn wir fasten und unsere Muskeln nicht benutzen.
Use it or lose it. Und bei Muskeln bringt das tatsächlich was, beziehungsweise das trifft tatsächlich zu, denn der Körper, einfach Muskeln sind für den Körper Luxus. Das bedeutet, Muskeln braucht der Körper eigentlich nicht zum Überleben, sondern es ist ein Luxusgut. Und wenn wir die eben nicht verwenden und dann lange Zeit ohne Essen sind, also fasten, dann wird der Körper primär Muskeln abbauen und damit mehr Fett einlagern. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen ist es auch wichtig, gerade wenn wir länger fasten, dass wir spazieren gehen, dass wir leichte Bewegungen machen, vielleicht ein bisschen Yoga oder einfach die Muskeln so ein bisschen trainieren. Ist ganz, ganz wichtig. Und vor allem eben auch, weil Frauen in der zweiten Zyklushälfte, in der progesteronintensiven Phase, vor allem 7 Tage vor der Periode, sollte man lieber nicht fasten, einfach aus dem Grund, weil dann auch vermehrt Muskeln abgebaut werden bei der Frau und mehr Fett eingelagert wird. Das ist einfach so ein Vorbereitungsprozess auf eine potenzielle Schwangerschaft, die dann eintritt oder nicht eintritt, je nachdem, wie man verhütet hat. Aber genau, da muss einfach auch drauf geachtet werden und dann wollen wir ja unsere Muskeln nicht verlieren, denn Muskeln erhöhen ja auch den Grundumsatz, Muskeln verbrennen auch Fett, Muskeln verbrennen auch mehr Energie. Die Muskeln sind heilig, deswegen sollten wir auch unsere Muskelmasse möglichst erhalten, damit der Körper da eben nicht einfach die Muskeln abbaut. Und deswegen ist auch eine proteinreiche Ernährung im Essensfenster äußerst, äußerst wichtig, um die Muskeln zu erhalten und die notwendigen Aminosäuren zur Verfügung zu stellen, damit der Körper seine Muskeln erhalten kann. Das war's von meiner Seite zum Thema mögliche Fastenfehler, die dazu führen, dass du mehr zu als abnimmst und damit einfach auch den Effekt vom Fasten zunichte machst. Ich kann es nur nochmal betonen, Fasten sollte die Ausnahme sein, nicht die Regel. Also sage ich mal 2-3 Mal die Woche, maximal 4 Mal die Woche fasten, Intervallfasten oder auch ein längeres Fasten und dann aber normal wieder essen, damit wir einfach auch den Körper nicht in so eine große Disbalance nehmen beziehungsweise ihm auch immer wieder neue Reize geben, die an denen er arbeiten kann. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich über ein Like. Und wir haben eine ganz, ganz coole Fasten-Challenge, 30 Tage Fasten-Challenge. Wenn du Lust hast, mal Fasten auszuprobieren, die Ketose mal tiefer zu hacken, dann melde dich an für unsere 30-Tages-Challenge. Da führen wir dich langsam ans Fasten heran. Wenn du sagst, hey, ich möchte erstmal die ketogene Ernährung überhaupt dauerhaft integrieren und auch mehr erfahren zu den Hintergründen zum Thema Fasten, dann lade ich dich an meinen Keto-Kiss-Workshop ein. Der startet am 1. März und wir haben noch Plätze übrig, exklusiver Workshop, nur mit mir, live mit einer privaten Facebook-Gruppe, wo tatsächlich die meisten Leute sich einfach austauschen können. Wir machen Live-Sessions, Q&A-Sessions, gemeinsames Kochen. 4 Wochen hast du nur mit mir persönlich und dieser Workshop, den wird es nur einmal live geben und danach wird er nur noch aufgezeichnet sein. Das heißt, du kannst als eine der Ersten diesen Workshop mitmachen, live mit dabei sein und exklusiv mich für 4 Wochen gemeinsam mit einer Gruppe erleben und gemeinsam wachsen. Wenn dich der Workshop interessiert, dann poste Keto Kiss in die Kommentare und ich schicke dir mehr Infos. Und ansonsten freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, auch die Glocke aktivierst, damit du immer up to date bist. Und das waren jetzt super viele To-Dos, aber such dir aus, was am besten zu dir passt. Und ich freue mich aufs nächste Video mit dir. Bis dahin, alles Liebe.